Hallo und moin, willkommen, hier ist Markus und willkommen zum Rockbit Sport Smartwatch Unbox und Einrichten Video. Wir werden die Uhr jetzt gemeinsam auspacken, sie uns dann ganz genau anschauen und gegebenenfalls auch einrichten mit meinem Smartphone, koppeln, gucken, ob es irgendwelche Updates gibt und uns die ersten Eindrücke dieser Uhr verschaffen. Ich gehe davon aus, dass sie ähnlich qualitativ hochwertig ist wie die Cosbet Tank M3 Ultra, die ich vor kurzem getestet habe. Die war super, allerdings 150 Euro, auch nicht ganz billig. Die Rockbit Smartwatch, ich habe über diese Uhr ja schon kurz gesprochen, als ich mein DJI Unbox Video veröffentlicht habe. Und ja, ich mag Unbox Videos, ich gucke die selber sehr gerne. Ich möchte einfach wissen, was liefert der Hersteller, mit wie viel Liebe ist dort mitgeliefert. Zum Beispiel beim DJI Mikrofon, was ich hier habe, sind unzählige am Aufkleber mitgeliefert worden, die qualitativ super hochwertig sind. Und das Testvideo zu dem DJI Mic wird dann auch demnächst erscheinen, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Abo nicht vergessen. Und ich hoffe, dass jetzt die Tonqualität oder ich hoffe, dass jetzt der Klang über das Mikrofon mittels meiner GoPro aufgenommen wird. Aber genug der Vorrede. Fangen wir mit der Rockbit Sport Smartwatch an und dem Unboxing. Und ich finde diese Verpackung, richtig gut. Ich finde die richtig klasse. Sieht mega edel aus und wir haben es hier auch nicht mit einer leichten Umverpackung zu tun, sondern es ist stabile Pappe. Und wir haben, und das ist ganz toll, da hatte ich mich bei der Cosbet drüber aufgeregt, im Testbericht, der ist unten mal verlinkt. Wir haben hier diesen tollen Text: The product is not a medical device. The health data and suggestions provided are for reference only and are not used as a basis for diagnostic and treatment. Das ist eine Freizeit, eine Hobbyuhr. Pulsdaten, Blutdruck, die Cosbet konnte angeblich Blutdruck messen. Pulsdaten, Blutdruck, SpO2, was auch immer. All diese Daten sind nicht für medizinische Zwecke geeignet. Dafür sind sie nicht da. Boah, die Uhr ist groß, oder? Die Uhr ist richtig groß. Wie nehmen wir sie raus? Nehmen wir sie so raus? Okay. Selbe Story. Oh Mann. Auch ein Metallarmband, ähnlich hochwertig, wahrscheinlich sogar genau dasselbe wie bei der Cosbet. Wirklich ein hochwertiges Metallarmband. Es ist schwer, es ist nicht labbrig. Wir sehen hier drei Standard-Schließen oder drei Standard, wie auch immer man diese Teile nennt, Ladekabel. Das war bei der Cosbet auch mit dabei. Bei der Cosbet war aber dieses Nietenwerkzeug, das ist dafür da, um das Armband zu kürzen. Ja, das hier ist aus Plastik. Ich weiß halt nicht, wie gut das hält. Da ist es, ein Kunststoffarmband. Das Kunststoffarmband ist auch direkt angelegt. Das ist spannend. Guckt mal. Okay, cool. Schauen wir uns die Uhr mal an. Ich bin sehr gespannt, wie groß das Display wirklich ist. Weil so sieht das hier aus. Auch eine brachiale Uhr. Wirklich brachial. Aber die Rückseite besteht aus Kunststoff. Aber wir gucken uns jetzt erstmal die Uhr in aller Ruhe an. Wir haben hier von oben, wir haben hier eine angedeutete Lünette. Die Uhr wirkt irgendwie nicht, oder wiegt irgendwie nicht so viel. Sie wirkt auf gar keinen Fall günstig. Es ist eine hochwertige, heftige Uhr. Die Rückseite besteht aus Kunststoff. Hier ist auch noch befindet sich auch noch ein Schutzteil. Das ist gut gemacht. Da ist der Ladeanschluss. Wir haben es hier mit einer Standardschließe zu tun. Das heißt, die Armbänder sind wechselbar. Das Gehäuse besteht komplett aus Metall. Ich finde, das ist ganz interessant gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen an Star Wars oder Star Trek. So ein bisschen Futuresque der 70er, 80er Jahre. Aber auf der rechten Seite haben wir... hört ihr das? Spannend. Wenn man das dreht, rattert es. Und wir haben hier noch zwei weitere Buttons, die üblichen. Hier ist scheinbar Lautsprecher, Mikrofon. Feuern wir sie mal an. Mal sehen, welcher Button der Einschaltknopf ist. Der untere. So. Ein
Das ist also der untere Button, okay. Dann sind wir hier in der Sprachauswahl, Deutsch. Zum Binden scannen, das heißt, ich gehe davon aus, dass da der QR-Code ist. Das heißt, wie auch bei der Cosbet, haben wir jetzt hier den QR-Code gescannt und dann schlägt er uns gleich Google Play, App Store oder WeChat APK Store, WeChat installieren. 3,4 von 49.000 Rezensionen. Wir haben mehr als 10 Millionen Downloads. Das heißt, diese Uhr, dieser Hersteller, dieses Produkt scheint in Asien, in China, wahrscheinlich in Indien sehr bekannt zu sein. Mehr als 10 Millionen Downloads der FitCloud Pro. So, das heißt, das Display ist krass. Guckt mal, wie das Display, wenn, also ich finde, das ist krass groß, oder? Also verbinden wir jetzt die Uhr, keine Kontobenutzung. Hier die Daten muss ich natürlich eingeben. Anhand dieser Daten, die man hier eingibt, wird natürlich auch ein Stück weit der Algorithmus berechnet. Denn stell dich mal vor, ich gebe hier ein, ich bin 103 Jahre alt, wiege 230 Kilo und ich fahre trotzdem auf meinem Rennrad gute Zeiten, einen guten Puls. Man muss schon die Körperdaten hier, Größe, Gewicht, Alter und so weiter, sollte man schon eintragen, wenn man diese Uhr sportlich nutzen möchte. Und das möchte ich selbstverständlich. So, meine Sportziele sind 8000 Schritte am Tag, 5 Kilometer gehen und 240 Kilokalorien zu verbrennen. Dann mal los. Ja, ich brauche Geräte in der Nähe. Das heißt, jetzt muss das Smartphone natürlich die Uhr finden, zulassen. Und ich hoffe, dass M5 Ultra Verbindung, da ist sie auch schon, Verbindungsanfrage zustimmen. Das Display ist krass, oder? Verbindung erfolgreich. Erfolgreich binden. Da haben wir die App. Keine Schlafdaten letzter Nacht. Sportrekorde noch keine Daten. Koppeln und verbinden. Koppeln. Audio Bluetooth verwalten. Ich weiß. Sitzerinnerung, Trinkerinnerung, Ziffernblattbibliothek. Das erste, was ich immer mache. Ziffernblätter, wie sehen die Watchfaces aus? Da war ich bei der Cosbet, fand ich nicht ganz so toll. Gucken wir uns mal hier die Ziffernblätter an. Beginnen Sie mit dem Pushen. Hey Leute, warum stellt ihr nicht mal ein paar anständige Übersetzer ein? Das wird so viel so einfach machen. Gefallen mir nicht. Die Ziffernblätter, die meisten davon finde ich gut. Ihr braucht einfach mal ein paar anständige Designer, die euch die geile Ziffernblätter erstellen. Es wird hier noch ein Testvideo zu erscheinen. Diesen Testvideo werde ich Sportfähigkeiten der Uhr. Okay, das Display ist echt freaky groß. Das Display ist freaking groß. Ganzheitliche Gesundheitsüberwachung, Smartwatch finden, Tragehand, Linkerhand, Stundenstiel. Da gehen wir mal irgendwann gemeinsam durch. Jetzt ist der nächste Punkt. Ich binden, mal umbinden. Ich finde, dass das Display mir zu schnell verschwindet. Das finde ich albern. Das ist so wirklich 2005, oder? 2000. Aber vielleicht kann man das ja ändern. Ah, seht mal, ich kann mit dem Drehknopf da durchscrollen. Das Display reagiert sehr schnell. Ach so, nee, ich will nicht sofort Radfahren. Genau. So, kann ich das hier nicht... Herzfrequenz kann ich hiermit auch mit dem Drehrad durchscrollen. Herzfrequenzbereich. Einstellung. Menüstil. Stil 1. Okay, mit dem... Erstaunlich. Also normalerweise ist das untere immer zurück und mit dem oberen... ja, guck mal, das ist doch Display-Helligkeit. Ich kann das noch heller machen. Das ist krass hell. Das heißt, die obere Taste ist zurück. Entgegen bei allen anderen Uhren ist die obere Taste meistens nicht zurück. Batterie, Sprache, QR-Code, Einstellung der Abwärtstaste. Ich möchte aber bitte, dass das Display länger anbleibt. System. Aber ihr merkt vielleicht schon, wie sehr ich hier gerade damit rumspiele. Hier sind meine Ringe. Gibt das hier denn auch Widgets? Okay, so komme ich dann auch in die Einstellung. Wenn ich hier rüber wische,
komme ich in die einzelnen Widgets. Und ich kann hier weitere hinzufügen, Schlaf, Herz, nee, ich kann die hier ändern, Musik, Trainieren, Wetter, Schlaf. Ich finde das Display krass, oder? Also wirklich. Google Fit, ich habe eine Google Fit Verbindung. Das ist ja krass. Ich habe eine Google Fit Verbindung mit dieser Uhr. Ja, ich lade jetzt alles auf chinesische Server auf. Ist doch cool. Einstellung, im Hintergrund laufen. Hilfe zum Nachrichten, Versionsupdates, alles auf dem aktuellen Stand. Bildschirmanzeige, Bildschirmzeit. Ich möchte es 30 Sekunden. Wir haben auch genug Akku. Ja, ich weiß, das verkürzt die Laufzeit. Oh, hier sind noch einige weitere Watchfaces vorinstalliert, die aber dann gegebenenfalls ein Stück weit spannender sind, oder? Nehmen wir das hier. Das finde ich cool. Das finde ich wirklich cool. So, und jetzt schauen wir uns mal aus Spaß und Erfreut. Rockbit Cosbet Apple Watch. Und das ist die 10er, die mit dem großen Display. Also, das ist wirklich ein krass riesengroßes Display. Ich glaube, ich habe noch nie so ein langes Einrichtvideo gemacht. Das liegt tatsächlich auch ein Stück weit daran, dass ich von dieser Uhr mehr als begeistert bin. Die ist cool, die ist toll. Ja, wir müssen jetzt sehen, wie genau die Körperdaten sind. Ja, wir sehen hier zum Beispiel bei der Cosbet. Ich werde sie beim Sport testen. Ich schätze mal, ungefähr 2 Wochen sollte der Testbericht zu dieser Uhr erscheinen. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann lasst mir noch ein Abo da, diesen Kanal. Dann werdet ihr informiert. Bis dahin, vielen Dank. Das war Markus. Ciao, ciao, bis die Tage.